Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Osterhände. Heute geht es um Abdeckleisten, wie zum Beispiel diese hier, die hier dran sitzt, ja, die wir runtergenommen haben. Und auch mal so um diese Fensterrahmen, alles was hier so außen dran sitzt, was wir jetzt mal neu abdichten wollen, ja. Ihr seid dabei, auf geht's, guckt zu. Der Fahrradträger hängt hier dran an diesem Punkt. Hier wird immer Last aufgebaut. Ich denke, wir nehmen den Fahrradgepäckträger hier ganz weg. Wir haben eine Anhängerkupplung. Da machen wir dann die Fahrräder drauf, weil immer hier die Bewegung dran, das ist nicht gut. Wir nehmen die Leiste runter. Da sieht es schlimm hinter aus. Und da muss man immer sehen, dass man den hundertprozentig passenden Schraubenzieher hat. Dann gucken wir mal innen. Vielleicht sitzen da Muttern drauf. Dann können wir noch wie drehen. Ne? Dann kriegen wir nicht los. Also ab nach innen. Ihr kommt mit. Und hier sitzen sie ein bisschen versteckter. Wahrscheinlich hinterm Spiegelglas. Oh. Hier oben sitzt diese Verkleidung. Die ist mit 4 Schrauben fest. So sitzt sie da dran. Diese obere Verkleidung. Die nehmen wir runter mit diesen 4 Schrauben. Ja, und dann kommen wir hier hinter. Jetzt kommen wir hier hinten auf diese Wand und der Spiegel ist erstmal so weit frei. Und den werden wir jetzt versuchen, hier rauszunehmen. Da brauchen wir aber beide Hände. Da brauchen wir nicht beide Hände. So, ihr seid live dabei. Hauptsache, ihr fällt nicht runter. So. Und siehe da. Da sind unsere beiden Schrauben von dem Fahrradgepäckträger. Die lösen wir jetzt und dann haben wir den ab. Hier haben wir die beiden Schrauben schon entdeckt. Die müssen wir losdrehen und die sitzen hier direkt über der Spüle. Ja? So. Die Kathi, die hält jetzt fest. Ihr sollt euch auf die Schraube konzentrieren da oben. Nein. Ja. 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 Oh, Axel. Das ist die ab? Ne, dann steckt die in den Schlüssel. Ja, tun wir auch ran. Wir lachten gerade, weil die in den Pott so ein Stück wieder hochsprache. Boing! Aber wieder genau richtig landete. Jetzt die daneben, Kathi. Lasko? Das ist eben das Problem, dass diese Schrauben, die wir jetzt hier so verrostet sehen, dass das immer wieder Indikatoren dafür sind, dass hier Wasser eindringt. Und das wollen wir abschaffen. Weil gerade hier von dieser Dachkante hier oben, da kommt ja viel Wasser runter. Und das läuft hier direkt drauf. Und wir sehen hier oben, das ist ja schon mal lackiert worden. Ja, das sehen wir ja hier. Und das gucken wir uns genau an. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt hier sehen, die wir rausgedreht haben. Ne? Einige konnten wir lösen. Diese sind fest, die versuchen wir jetzt anders zu lösen. Ja, an dieser Stelle wollen wir noch mal eben sagen, hier oben mit den Schrauben. Das Bohren, ja, wir haben auch einige ausgebohrt, kein Thema. Aber wenn wir es irgendwie so hinkriegen, dass wir sie so rauskriegen, weil danach muss ich den kleinen Stift ja trotzdem rauskriegen, weil wenn ich sonst die Latte gegen drücke, dann drücke ich wieder gegen meine abgebohrten Köpfe. Also wenn wir versuchen immer irgendwie möglichst die Schraube rauszukriegen. Ja, wenn es nicht geht, ne, dann können wir den Kopf natürlich abbohren. Das geht manchmal viel schneller, ist auch einfacher. Danach müssen wir die dann aber ja auch irgendwie rauskriegen, damit sie nicht stören oder reinschlagen. Das geht natürlich auch. Die beiden Möglichkeiten haben wir. Ne? Weiter geht's. Bin jetzt gespannt. Jetzt nehmen wir die Leiste runter, ihr guckt zu. Auf geht's. Also wir fangen jetzt hier vorne an, diese Leiste runterzunehmen. Und wir merken schon den Kleber, aber auch Dreck dahinter. Ja. Die Aluschiene. Da haben wir den Kleber. Ups, oh, hier haben wir jede Menge Dekasil. Und jetzt gucken wir uns das mal an. So, und jetzt könnt ihr genau hier sehen, wie sich das eigentlich schon gelöst hat. Hier auch. Ne? Und hier auch. Hier in dieser Ecke ganz besonders. Hier könnte schon Wasser theoretisch, ja, da drinnen in der Schraube ist viel. Da hat der Fahrradträger gesessen. Und
So eine Ecke gucken wir uns jetzt mal genauer an. Hier hat der Fahrradträger drin gesessen, in diesen beiden Löchern. Und ihr seht, wie das hier oben schon runter ist. Ja? Hier ist keine Dichtung mehr, das ist ja alles lose. Und deswegen machen wir das neu. Ne? Weil dann haben wir die nächsten 20 Jahre da keine Probleme mehr mit. Dies hier nehmen wir runter. Wir dichten auch nur bis hierhin ab. Ja? Aber hier sind Kanäle, die gehen hier rein in die Löcher. Ne? Hier auch. Ja? Und das sind die Schrauben, die Verbohrung. Hier unten drunter, das ist alles gut. Hier bei der Überlappung, da passiert nichts. Ne? Das nehmen wir jetzt mit einem Kunststoffspachtel runter und reinigen das auf. Weil hier kommt nachher auch unsere Folie runter. Aber die Folie lassen wir nur bis hierhin gehen. Also die verschwindet zwar unter der Leiste, aber eben nicht ganz. Jo, auf geht's. Jetzt haben wir es aufgereinigt, das grobe Dekasil entfernt hier auf dieser Linie hier oben. Und das wischen wir jetzt nochmal mit normalem Benzin von der Tanke, wischen wir das über. So, hier haben wir das gleiche wie auf dem Dach, das Problem. Ja, hier auch, ne? Die Dinger hier, wo die Leiter dran ist. Ständiges Rauf- und Runterklettern, ne? Das macht die Dinger lose und mürbe, ja? Und wenn wir dann dahinter gucken, wir nehmen den mal ab. Wir haben da schon mal hinter geguckt. Ja, guck, das ist das Resultat. Der war noch dran, aber da hält natürlich nichts mehr. Da läuft Wasser rein hier in diese Dinger. Ne? Und der andere sieht nicht viel besser aus. Den gucken wir uns auch gerne mal an. Hier, der klebt sogar noch dran, ja. Also wir hatten die nur gelöst, aber ihr seht, da läuft Wasser rein, ne? Das ist logisch. Und das kommt durch die Bewegung mit der Treppe. Ja, hier ist die Leiter dran befestigt und dadurch kommt das hier zu so einem Gammelkram. Ne? Das muss natürlich, das ist alles los, das kannst du ja schon mit der Hand wegpulen. Ja, da kommt Wasser rein, ne? Jungs, aufpassen, die Dinger hier. Ich weiß nicht, ob wir hier noch eine Leiter anbauen. Wir können ja auch von außen mit der Leiter hoch. Ist doch viel besser. Warum sollen wir uns einen tüdeligen Kram da anbauen, wo immer wieder Belastung raufkommt? Doof, ne? Machen wir fertig, machen wir zu die Löcher und nachher sehen wir da nichts mehr. Weiter geht's. An dieser Stelle mal so. Ne? Ihr kennt ihn ja. Kommen wir zu diesem hier. Den müssen wir natürlich auch wieder ein bisschen aufhübschen. Die Abdeckung, ne, saß so dran, ihr habt es gesehen. Hier oben, da ist ein kleiner Wasserablauf. Ne? Dass, wenn da Kondenswasser kommt und so, der kann den nach oben weg. Ne? Der muss so rum. Hier oben, da ist nichts. Hier ist zu, der hätte so rum rauf gemusst. Ne? Passt genauso von den Löchern, nur dann kommt das Wasser hier weg. Ja? Und hier unten, seht ihr auch, ne? Da hat das mal so gesessen vom Kleber. Ja? Ganz erstaunlich, warum der so rum dran saß. War schon mal jemand bei. Weil das ist richtig hier. So, ich weiß gar nicht, ob wir den hier ausbauen. Müssen wir mal Gas drauf geben. Und mal gucken, ob der Ofen geht hier. Nun sind wir die Jungs von Schornsteinfeger, ne? Auch hier nehmen wir diesen Staukasten raus. Das ist eigentlich ganz einfach. Dies hier ist ja eh schon alles verwittert. Das nehmen wir weg. Hier die Schrauben rattern wir gleich lose. Einmal in eine Runde. Das kriegt ja alles neu wieder ab. Die Klappe nehmen wir dann raus. Ja, hier haben wir noch eine alte Werbung drauf. Das ist jetzt schön warm. Dann kann man diese Aufkleber gut runterreißen. So einen alten Rotz hier, das brauchen wir dann nicht dran, nicht wahr? Da müsst ihr drauf achten. Hier sitzen noch zwei Schrauben hinter dem Kunststoff. Ja. Wenn wir hier ranzoomen, auch hier, sehen wir wieder, hier ist Dreck. Ich hoffe, ich kriege euch da ganz ran.
So, und wenn das Dreck ist und das ist Sand, ja, das ist ein Zeichen dafür, dass hier schon Wasser drin ist. Ne? Also, es ist zwar noch nicht ganz durch, das Wasser, aber es sind Zeichen dafür. Ihr erinnert euch an den Wassereinbruch, den wir hier hatten von der Innenseite. Wir gehen ganz stark davon aus, dass das hier oben durchkam. Da zoomen wir jetzt mal ran. Hier in dieser Ecke, dort saß eine Zierleiste. Diese Zierleiste saß hier und hier hinter, hier ist ein Spalt. Ja, das kann man ganz schlecht sehen. Wir versuchen euch das noch mal genauer zu zeigen. Hier könnt ihr jetzt den Spalt sehen, hier, und da ist nur Schaumstoff drin und hier in dieser Ecke, da läuft das Wasser bis hier hinten, läuft hier rein und dann hier hinter. Und das werden wir jetzt mit Karosseriedichtmittel, werden wir das hier jetzt ordentlich abspritzen und auch versuchen dahinter zu stopfen und dann kommt die Leiste da neu vor. Hier in diesem Bereich haben wir das jetzt mit Sikaflex richtig tief hineingestopft. Mit so einem kleinen Draht, sprich mit unserer alten Speiche, haben wir das tief hineingedrückt. Und da kommt dann nachher noch die andere Dichtschiene rüber. Und dann hoffen wir, dass das von hier von oben dicht ist und hier kein Wasser mehr reinläuft. Auf der Beifahrerseite sehen wir jetzt hier die gleiche Ecke. Die ist hier auch mit Silikon zugetüncht. Das nehmen wir natürlich auch noch alles auseinander und dichten das genauso ab wie auf der Fahrerseite. So, diese Leiste, die wir jetzt hier sehen, die hier rüber geht, die müssen wir natürlich auch noch abdichten. Ja, das ist klar. Genauso wie diese Leiste hier unten, ja, die wir hier am Alkoven langlaufen haben, dichten wir auch noch neu wieder ab. Und die sind im Großen und Ganzen alle gleich aufgebaut. Wir haben hier die Schraube, hier die Kunststoffleiste, dahinter sind die Schrauben, die kann man abnehmen. Die sieht noch sehr gut aus, aber wir werden sie trotzdem einmal abdichten. Als nächstes nehmen wir natürlich auch diese hier raus. So, ups, siehst du, es ist doch eine kleine Tülle hier weggefallen, die da eigentlich drauf sitzt. Wenn wir schon mal aufhaben, schauen wir da auch mal rein, ne? Hier ist ein kleines Rohr, wahrscheinlich Kondenswasser. Und das müssen wir uns mal angucken. Aber das sieht alles sehr gut aus hier. Das brauchen wir nicht neu abdichten. Den Deckel machen wir frisch. So, jetzt machen wir uns daran, dieses Fenster hier auszubauen. Das werden wir dabei dann natürlich auch gleich überpolieren. Den Rahmen einmal neu lackieren, ja. Und dann kommt das Ding hier wieder rein. Und vorher machen wir hier die Folierung. Dies hier machen wir sauber und zu. Und folieren hier einmal gegen, ne? Dass wir diese Ecke auch fertig foliert haben. Das ist unser Tagesziel heute. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir doch super zufrieden. Bevor wir den Rahmen rausnehmen, wir haben von innen den ganzen Rahmen ja schon gelöst. Das habt ihr in den anderen Teilen gesehen. Das ist hier auch alles sehr schwergängig. Die müssen wir lösen. Achso, der hat nur einen hier. Einen so einen Steller. Ja, den Steller nehmen wir hier raus. Kathi ist angekommen. Hallo. Und dann machen wir die ganz hoch. Und dann kann man die hier aushängen. Die knackt ganz schön, ne? Ja, das knackt, weil da so viel Dreck und Sand drin ist. So, hat Kathi die? Ja. Die halten wir hier fest. Wunderbar. Jetzt haben wir das raus. Hier ist auch alles dreckig, richtig dreckig. Das gucken wir uns gleich an in Ruhe. Jetzt haben wir hier unsere Transportsicherungen drin. So zwei Schrauben hinter mit kleinen Winkeln, damit die uns nicht rausfällt, weil wir ja zwischenzeitlich auch gefahren sind.
jetzt haben wir alle Schrauben los. Also, dass die rausfällt. Nee, die fällt nicht raus. Warte. Ja, muss hier vorsichtig. Vorsichtig an den Ecken ziehen. Da ist irgendwo eine Schraube drin. Das ist ja auch die Dichtung. Die machen wir neu. Hier sehen wir das, da ist auch Dichtmasse drin. Und hier sehen wir schon, wie sich das hier löst. Hier, da löst sich das, ne? Hier ist das zwar reingedrückt, aber hier ist das schon so lose. Damit ihr richtig seht, dass das hier alles richtig geht. Wie sich das hier auch löst. Ja, so. Das ist hier nicht gerissen. Das ist nicht gerissen. Die sitzen da unten so zusammen. So, Kathi wandert weg. Ja, und das hier ist die Dichtmasse. Und die lässt sich hier verhältnismäßig gut lösen. Ja. Wenn ihr das hier runternehmt, ne, diese Dichtmasse, und ihr habt so einen Knäuel, so, ne, dann wisst ihr so ungefähr, wie viel Dichtmasse ihr da wieder reinspritzen müsst. Ja? Weil kann man ja sonst ganz schlecht entscheiden. Ne? Und jetzt gucken wir mal auf unsere Dichtung. So, hier sehen wir jetzt, wie das hier auch schon wieder ausgespült war. Ja, hier seht ihr das so ein bisschen. Überall, wo hier so Dreck drauf ist, ja. Hier hat das noch gedichtet, aber hier, wo dieser Grünspan ist und dieser Dreck, hier unten hat es noch gehalten. Hier war wirklich dicht, ne? Aber hier spült sich das Wasser schon rein. Das sieht man hier so. Und hier ist das dann lose, ne? Das ist dann gleich hängen geblieben. Das ist hängen geblieben an der Dichtung. Das ist lose. Und das sind Risikofaktoren hier. Und deswegen machen wir das Ganze ja auch neu. Jetzt wischen wir das Ganze hier schön wieder mit Benzin von der Tanke. Die Dichtung hier Außenkante sauber. Hier in der Mitte, was wir nicht sofort runterkriegen, hier oben, das bleibt drauf, bevor wir hier Löcher reinmachen. Ja, das Reinigen ist immer das A und O. Der alte Fensterrahmen, ja. So, das gucken wir uns auf dieser Seite auch mal an. Da kam ein Auto und ich zoome euch mal ganz ran. So, ich hoffe, wir haben jetzt hier ein scharfes Bild. Und ihr könnt das hier sehen, ja. Hier ist die Dichtung lose. Also die sitzt da sowieso nur mit einer kleinen Nut drin, hier, ne. Da sitzt die drin und dichtet hier oben ab. Und hier ist eigentlich die Hauptdichtfläche. Aber das ist hier schon ganz schön schmutzig, wie ihr sehen könnt. Und hier hat er abgedichtet auf dieser Stelle. Aber das sind eben so Sachen, ja, da muss man drauf achten. Die nehmen wir weg hier. Die kommt komplett neu. Da machen wir eine andere rein. Hier sehen wir die Kathi, wie die hier fleißig jetzt sauber macht. Und hier machen wir jetzt die Dichtung sauber. Und Kathi sagt immer, das ist Popelkram hier. Aber das ist Dekasil. Also, das kann man eigentlich hier gut abzuppeln. Da macht die Kathi jetzt und wir machen andere Sachen. Während die Kathi da den Rahmen hier fürs Fenster fertig macht, sind wir natürlich wieder fleißig am Folieren, damit wir das hier außen schon wieder fertig kriegen. Und ja, hier die beiden Teile noch, dann haben wir es geschafft. Ne? So, hier sehen wir die Kathi, wie sie jetzt schon den ganzen Rahmen wäscht. Kathi, lach mal. Mit meinem Sitzkissen. Wohl wahr. Wohl wahr. Oh, bevor wir jetzt hier lackieren, wischen wir das Ganze nochmal hier mit Aceton ab. Damit wir es wirklich fettfrei haben. Jetzt sollte es gehen. Nun ist der Rahmen abgewischt mit Aceton, abgeschliffen mit 800er. 800er hast du genommen, ne? Ja, Wasserschleifpapier. Habe ich. Gut. Und jetzt sprühen wir es ein. Kathi wollte nicht lackieren. Die wollte nicht verantwortlich sein für die Lauscher. Für die Läufer. So. Trocknet das ruckzuck an. Und einmal auf den Kopf halten. Damit es leer ist. Oh, unser Fensterrahmen ist fertig lackiert. Und wir werden ihn jetzt mal umdrehen. Oder hat so gesessen, ja. Und wir machen hier zwischen, hier kommt noch das Dekasil rein, hier an dieser Kante. Da kommt das Dekasil ran und da liegt die Lippe dann gegen. Ja, und dann quetscht sich das hier in diese Ecke rein. Das ist das Ziel. Die hat drauf gesessen.
Hier könnt ihr jetzt die beiden Unterschiede der Dichtung sehen. Das ist die Originaldichtung, die da drin sitzt. Und das ist die, die wir einsetzen, die hier. So, ich hoffe, jetzt könnt ihr gut die Dichtungsunterschiede sehen. Ja. Hier haben wir zwei Raff-Dinger, hier nur ein, womit der in dieser Nut da drunter drin sitzt. Ne? So, und hier oben ist ein Hohlraum und die legt sich so an und liegt eigentlich auch wirklich stramm dran. Ja, jetzt zeige ich euch, wie die Dichtung aussieht, wenn sie hier drinnen eingebaut ist im Fenster. Wir haben ja schon ein Fenster komplett abgedichtet und eingebaut. Und das haben wir auch mit dieser braunen Dichtung gemacht. Hier seht ihr sie, die kleine braune Dichtung, wie sie sich schön hier anschmiegt. Und das ist höchstens eine Breite von 2-3 mm hier. Ja, das hier, das ist nicht breit. Ja, aber das dichtet gut ab. Hier bei diesen Dichtungen, bei diesen alten, ja, das ganze Gummizeug da wieder rauszukriegen, was sich hier drinnen befindet, dies hier, das ist eine Katastrophe, das kriegen wir nicht hin. Diese Dichtungen sind gut, die legen sich hier auch gut um die Ecke. So eine Dichtung hier, die liegt irgendwo bei 6,50 Euro und dann sind das, ich glaube, 5 Meter. Wir sehen auch diese dicke Alu-Abschlussleiste. Verbergen sich kleine Stellen hinter. Auf der anderen Seite können wir diese jetzt sehen. Hier haben wir die Schiene schon runtergenommen und die Kante aufgereinigt. Aber dennoch sehen wir hier auch schon Oxidation im fortgeschrittenen Zustand. Wie an dieser Stelle, da sehen wir schon das reine Holz. Das müssen wir natürlich neu verkleben und imprägnieren. Dazu werden wir das zuerst mit Ovatrolöl behandeln. Und danach mit Caravankleber diese ganze Leiste wieder neu verkleben. Auch im Heckbereich, wo unsere Schiene gesessen hat, von der Stoßstange, die Tropfkante, haben wir ja alles neu verklebt und auch neu wieder behandelt und verklebt mit Caravankleber. Hier kann man das sehr schön sehen, wie das dann rausquillt und wieder frisch verklebt ist. Da sollte auch nichts passieren. Da kommt nachher keine Feuchtigkeit mehr ran. Wir haben gutes Wetter. Wir werden das Wetter nutzen. Und nehmt es euch bitte wirklich nochmal zu Herzen, diese Dichtungskantenecken. Ja, wir müssen noch einige andere Sachen hier abdichten. Aber ihr wisst jetzt erstmal, worum es geht und wie man es dann wieder hinbekommt. Beim nächsten Mal setzen wir das Fenster ein und dann zeigen wir euch. Ja, das zeigen wir euch beim nächsten Teil. Wie wir auch noch weiter folieren, da kommt auch noch was. Heute haben wir wieder ein Stück geschafft und hier seht ihr, das war ja vorher ganz chatterig am Anfang noch, wo wir die Anfangsrede gehalten haben. Jetzt am Ende, wir hoffen, euch hat der Film gefallen. Schaltet wieder ein. Das waren die Dichtungen. Bis denne, Osterhände und Tschüssi.